Golf von Neapel. Etwas mehr als 200 Kilometer südlich von Rom gelegen, ist er schon seit langer Zeit ein bedeutendes wirtschaftliches Zentrum Italiens. Ideale Voraussetzungen bieten hier der natürliche Hafen und der fruchtbare Boden der Umgebung, auf dem Obst, Gemüse und natürlich Wein angebaut werden. Ermöglicht wird dies durch eine geologische Besonderheit der Region, dem Vulkanismus. Hier im Südosten zeugt davon der weithin sichtbare Kegel des Vesuvs. Auch wenn der Krater heute ruhig und verschüttet aussieht, im Inneren des Vesuvs brodelt noch immer Lava. Schon seit dem Altertum nehmen Menschen die Risiken des Vulkanismus in Kauf, um von seinen Vorteilen zu profitieren. Das aber kann katastrophale Folgen haben. Beeindruckend bezeugen dies die wieder freigelegten Ruinen der einst blühenden Handelsmetropole Pompeji. Sie wurde bei einem Ausbruch des Vesuvs im Jahre 79 nach Christus mit mindestens 2000 ihrer Einwohner von einer meterdicken Ascheschicht begraben. Am westlichen Ende des Golfs von Neapel, in der Region um Pozzuoli, droht kein Vulkankegel, aber auch hier herrscht der Vulkanismus. Die deutlichsten Zeichen sieht man im Krater des Solfatara, der aber zurzeit für Besucher gesperrt ist. Diese Gegend wird auch die Flegräischen, das heißt die brennenden Felder, genannt. Hier lag einst die Stadt Baiae. Sie wurde von den Griechen als Hafen der Stadt Cumae gegründet. Benannt wurde sie vermutlich nach Baios, dem Steuermann von Odysseus. Die Römer bauten Baiae später zu einer Ferienresidenz der römischen Elite aus. Kaiser wie Caligula, Nero oder Hadrian hatten hier Paläste. Caesar und Cicero besaßen Villen. Die Stadt wurde zu einem Ort des Vergnügens und Schauplatz moderner Techniken in der Architektur. Selbst die kaiserliche Kriegsflotte hatte hier ihren Hafen. Heute liegt hier Baia, ein Ortsteil von Baculi. Die römische Stadt Baiae hingegen ist wie Pompeji auch dem Vulkanismus zum Opfer gefallen. Sie wurde aber nicht während eines Ausbruchs verschüttet, sondern ist langsam im Wasser und in der Vergessenheit versunken. Verursacht wurde dies durch sogenannten Bradiseismus, einem langsamen Heben und Senken des Landes in der Nähe von Vulkanen. Dieser Bradiseismus ist auch heute noch aktiv. Zurzeit heben und senken sich hier Teile der Umgebung mit bis zu 4 cm pro Jahr. 1956 wurden die jetzt unter Wasser liegenden Reste Baiaes wieder entdeckt und systematisch kartografiert und untersucht. Die Ruinen Baiaes liegen hier im Wasser unmittelbar vor dem Hafen des heutigen Baia. Heute ist dies ein Unterwasser-Archäologiepark. Tauchen kann man in Baiae mit einer der vielen Tauchbasen in der Gegend. Die Tauchplätze müssen von der Basis vorher angemeldet werden. Dann bekommen Sie eine feste Zeitspanne, in der getaucht werden darf. Das Wasser hier ist flach, meist nicht tiefer als 4 bis 5 Meter. Bereits unmittelbar nach dem Abtauchen sieht man Säulen, Mauerreste und Straßen. Eine dieser Straßen ist die Via Herculanea. Folgt man ihr, kommt man zu den Resten des Nymphäums des Kaisers Claudius. Das Nymphäum war ein 18 Meter langer und fast 10 Meter breiter Raum im Untergeschoss des Palastes. Es war einer Höhle nachempfunden, in deren Mitte ein Schwimmbad mit Verbindung zum Meer lag. Hier empfing Kaiser Claudius seine wichtigsten Gäste. Hier wurde die Politik Roms gemacht. In Erkern in den Wänden standen Statuen.
Am Kopfende sieht man Odysseus und Baios, wie sie dem Polyphem Wein reichen. An der Seite wurde die Familie Claudius zusammen mit Göttern gezeigt. Die Grundmauern der Wände und die Erker findet man heute noch. Auch die Statuen sind noch an ihren Plätzen, hier Odysseus. Es handelt sich aber um Nachbildungen. Die Originale wurden in den 1980er Jahren geborgen und befinden sich jetzt im Museum von Baia. Hier sieht man Baios, den Steuermann Odysseus und Namensgeber des alten Baiae. Die Statue des Polyphem wurde nie gefunden. An der seitlichen Wand befand sich einst eine vierköpfige Figurengruppe. Sie zeigte die beiden Kinder Claudius, eingerahmt von Göttern. Erhalten sind nur drei Figuren. Die Gruppe beginnt mit der Statue Dionysos und eines Panthers. Daneben steht die Statue der sechsjährigen Octavia Claudia. Sie wird beschützt vom links neben ihr stehenden Dionysos. Die Statue ihres Bruders Britannicus wurde nie gefunden. Am rechten Ende der Gruppe befindet sich eine weitere Darstellung von Dionysos, diesmal mit einem Efeukranz. Vom einstigen Prunk des Nymphäums zeugen heute noch die Reste des Marmorfußbodens. Folgt man der Straße vom Nymphäum weiter, gelangt man zum Gebäude der Therme Latius, das heißt der Therme am See. Diese Therme war einer der Wellness-Tempel des alten Baiae. Sie lag so, dass man von hier aus sowohl den See als auch den großen Hafen überblicken konnte. Erhalten sind heute die Reste der Räume und Wasserbecken. Berühmt ist dieser Platz aber für seine Mosaike. Diese wurden von Sand und Steinen vor Algenwuchs geschützt und erstrahlen immer noch in altem Glanz. Deshalb werden sie auch nur zum Ansehen von erfahrenen Guides freigelegt. Das hier freigelegte Mosaik ist eines der spektakulärsten und wertvollsten. Es besteht aus Steinen mehrerer Farben, im alten Rom eine absolute Seltenheit. Es ist sehr beeindruckend, dieses 2000 Jahre alte Mosaik in einem nahezu perfekten Zustand zu sehen und berühren zu können. An Stelle der Therme sieht man, dass sich auch im alten Rom der Geschmack der Innenarchitekten über die Jahre hin änderte. Hier findet man alte Mosaike, die später von einem Terrakotta-Boden überdeckt wurden.
des Tauchgangs werden die Mosaike dann wieder mit Sand bedeckt, um sie noch lange in ihrer Pracht zu erhalten. Neben Mosaiken sind in der Therme auch noch einige Säulenreste erhalten geblieben. An vielen Stellen deuten aber nur noch die Fundamente der Säulen an, welche prachtvollen Säulengänge es hier einst gab. Wieder zurück in Richtung Hafen liegen die Reste einer Villa. Benannt wurde sie nach ihrem Eingang, einem von Säulen gebildeten Tor. So wie hier mag das Säulentor der Villa einst ausgesehen haben. Erhalten unter Wasser sind heute noch die Fundamente der Säulen. Aber auch heute noch kann man das Gefühl haben, durch diese Säulen einer prachtvollen Villa zu betreten. Und prachtvoll war diese Villa sicher. Jede Türschwelle wurde aus Marmor gefertigt. Auch die Fußböden der Räume waren aus Marmor. An vielen Stellen sind diese noch erhalten. Fußböden waren aber nicht nur aus Marmor, sondern auch mit einer Heizung ausgestattet. Noch heute sieht man die Kanäle unter den Böden. In einem Ofen wurde heißer Dampf erzeugt. Dieser wurde dann durch die Kanäle unter den Fußboden geleitet und erwärmte diesen. Manchmal zeigt ein Tauchguide mit Luft, wie das funktionierte. Natürlich gibt es auch in dieser Villa Mosaike. Thank you.
ganze Räume wurden mit Fußböden aus Mosaiken gestaltet. In einem der Räume befindet sich ein ganz besonderes Mosaik. Statt geometrischer Form zeigt es Personen. Es ist das einzige bisher gefundene Mosaik dieser Art. Zu sehen sind zwei römische Ringkämpfer. Am linken und rechten Rand erkennt man die Reste weiterer Personen, die aber nicht vollständig erhalten sind. Der gute Erhaltungszustand der Statuen, Mosaike und Böden ist erstaunlich. Hat doch die Natur längst wieder Besitz von den Resten Baiaes ergriffen. Fische umschwärmen die Mauern von Häusern, in denen einst die Römer lebten. In manchen Mauerecken haben sich Wachsrosen eingenistet und fischen mit ihren Nesselarmen Nahrung aus dem Wasser. Nach dem Auftauchen bleibt es noch lange unglaublich, was man da gerade erleben durfte. Zeugnisse des Prunks und des technischen Fortschritts im alten Rom in einem hervorragenden Zustand nach nunmehr 2000 Jahren unter Wasser. Hier im Golf von Neapel, einer Gegend so reich an Geschichte, beeindruckenden Landschaften und tollem Essen, wird ein Tauchgang in den Ruinen Baiaes für jeden eine faszinierende und unvergessene Erfahrung sein.